Ich habe mich eigentlich immer irgendwie für unverletzlich gehalten, sozusagen. Und deswegen hat mich die Diagnose auch schon ziemlich geschockt und ich habe gemerkt, wie verletzlich als Mensch ich bin. Dass ich eine schwerwiegende Erkrankung bekomme, die unter Umständen auch zum Tod führen kann, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Diagnose Krebs bedeutet, dass nichts mehr so ist, wie es vorher war. Jeder Patient überlegt, was wollte ich in meinem Leben erreichen, was ist jetzt passiert und wie kann ich das noch erreichen. Ich wusste, irgendwo am Ende des Tunnels ist Licht. Und mein Ziel, und ich fand, das war auch ein relativ realistisches Ziel, Weihnachten wieder gesund zu sein. Seit circa 10 Jahren ist bekannt, dass ein regelmäßiges Bewegungsprogramm dabei helfen kann, Krebsrückfälle deutlich seltener auftreten zu lassen. Und gleichzeitig haben wir diese Informationen heute in einer digitalen Lösung, in einer App für unsere Patienten bereitgestellt. Als ich das erfahren habe, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, das Krebsrisiko zu senken und sogar um die Hälfte ungefähr zu senken, da habe ich gedacht, das ist für mich eine ganz wichtige Motivation, Sport zu machen. Also ich habe mir das vergangene Woche installiert. Ich habe jetzt eine Woche insgesamt mit Aktivitäten verzeichnet. Schauen Sie, und so hat das jetzt ausgesehen. Heute habe ich noch nichts eingetragen, aber das ist jetzt von den vergangenen Tagen. Okay, aber da haben Sie Ihr Bewegungsziel, das können wir hier sehen, haben Sie ja perfekt erreicht diese Woche, obwohl Sie ja Ihre Aktivitäten von heute noch gar nicht eingetragen haben und haben dann können auf eine perfekte Woche zurückblicken, wo Sie wirklich dafür was getan haben, dass sich Ihre Prognose auch verbessert. Und hier finde ich sehr schön diese gestrichelte Linie, die mir zeigt, wo jetzt das Niveau ist, wo ich drunter liege, wo ich drüber liege. Das heißt also, so viel, wie ich hier gemacht habe, am Montag vergangener Woche und diese Woche am Montag, so viel brauche und darf ich auch nicht täglich machen. Wir können ja mal eine Aktivität von heute kurz zusammen dokumentieren. Also Sie waren heute Nordic Walking, glaube ich. Und dann können wir die ja einmal kurz dokumentieren. Also, ich habe heute Nordic Walking gemacht. Diese Aktivitäten, die immer wieder vorkommen, die haben wir gleich hier. So, und ich war eine halbe Stunde heute unterwegs. Dann habe ich heute auch Staub gesaugt. Das ist auch eine ganz wichtige Information, dass Alltagsaktivitäten, die Sie zu Hause machen, dass die genauso als körperliche Belastung ja auch wirken und auch zählen beim Bewegungsprogramm. Das ist eine gute Idee und damit werde ich weiterarbeiten.